Selten gibt es solche Szenen in deutschen Gerichtssälen. In Hamburg fiel heute das Urteil im Fall des sogenannten Ehrenmords an der 16-jährigen Deutsch-Afghanin Morsal. Ihr 24-jähriger Bruder bekam lebenslänglich. Die Familie von Opfer und Täter verlor daraufhin die Fassung. Erst gab es wütende Beschimpfungen gegen Richter und Journalisten. Und dann musste die Mutter davon abgehalten werden, sich aus dem Fenster zu stürzen. Carsten Mirke über das Urteil und wie es von den Deutschland lebenden Moslems aufgenommen wurde. Gerade fiel das Urteil, da stürzt die Mutter aus dem Gerichtssaal fassungslos, aufgebracht, aggressiv. Sie beschimpft das Gericht, Deutschland und die Journalisten. Der Vater stürmt hinterher, mit ihm die schreienden Brüder des Mörders. Hurensöhne, Fotzen rufen sie um sich schlagend in die Menge. Das chaotische Ende eines emotionsgeladenen Prozesses. Schließlich wird der Notarzt gerufen, weil sich die Mutter aus dem Fenster stürzen will. Am Morgen, als die Kameras noch im Gerichtssaal sein durften, sieht man den 24-jährigen Ahmad Obeidi mit seinen Verteidigern. Es ist knapp 10 Monate her, dass er seine 16-jährige Schwester Morsal auf diesen dunklen Parkplatz lockte und mit 23 Messerstichen tötete, weil sie wie ein deutsches Mädchen leben wollte, nicht wie ein afghanisches. Heute in der ersten Reihe sitzen die Eltern, die Geschwister. Sie halten zu Ahmad. Auch sie hatten die 16-Jährige häufig bedroht. Dann fällt das Urteil lebenslänglich wegen Mord. Schon im Saal beginnt der aggressive Protest der Familie. Eine blinde, eine laute Wut, die sich bis auf die Straße fortsetzt. Scheiß Deutschland, rufen sie. Kinderficker kriegen Bewährung. Ahmad lebenslang. Alles Nazis, so ihre Worte. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Dieser Ausbruch der Familie, also ich fürchte, dass das Verfahren noch nicht zu Ende ist. Was in dieser Familie sich abspielen wird, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Doch so sehr sich die Familie wegen ihres eigenen Kulturbegriffs ungerecht behandelt fühlt, andere Deutsche mit Migrationshintergrund finden das harte Urteil angemessen. Das, was er getan hat, ist einfach nicht in Ordnung. Kein Bruder hat das Recht, jetzt irgendjemand umzubringen, ein Leben zu beurteilen, finde ich. Das ist gerecht. Also in seinem Land wird er sogar aufgehängt dafür. Denkst du, dass dieses Urteil eine abschreckende Wirkung haben könnte? Glaube ich nicht. Es wird immer noch Leute geben, die einen Ehrenmord machen werden. Doch, ganz im Interesse auch dieser Mahnwache, das heutige Urteil stellt klar, dass ein Mord, auch wenn er als Ehrenmord verklärt wird, in Deutschland hart bestraft wird. Die Mordmerkmale der Heimtücke, Stichwort nur das hinter dem Rücken verborgen gehaltene Messer und auch der niedrigen Beweggründe, nämlich die Intoleranz gegenüber der Auffassung anderer Personen, mussten die Tat zwangsläufig als Mord erscheinen lassen. Doch die Verteidigung setzt auf ein Gutachten, das eine Tat im Affekt feststellte, und will deshalb in Revision gehen. Nach meiner Auffassung hätte die Kammer das zugrunde legen müssen und wäre dann auch zu einem anderen Ergebnis gekommen. Was trotz allem bleibt, ist die Verwunderung über Angehörige, die die harte Strafe für einen Mann betrauern, der seine junge Schwester tötete, nur weil sie moderner leben wollte.